Lightning 3-1, Zielsysteme wieder online. Stehen mit einer vollen Ladung JDAMs bereit. Warten auf Feuerbefehl. Lightning 3-1, Sie haben Feuerfreigabe. Unterschreiten sichere Höhe. Einschlag in 5 Sekunden. Waffen gefeuert. Erste Einschläge unbedingt verifizieren. Sir, alle Ziele scheinen neutralisiert zu sein. Gut gemacht, Sandman. Wir haben wieder die Lufthoheit in Manhattan und die Frontlinie zum Fluss verschoben. Was ist unser nächstes Ziel? Das russische Kommandoschiff ist ein Oscar-2-Unterseeboot mit genug Cruise-Missiles, um die Ostküste auszuradieren. Wir müssen schnell zuschlagen, bevor sie einen Gegenangriff starten können. Gut, wie lautet die Mission? Schiff entern, Brücke einnehmen und dann die Waffen gegen die eigene Flotte richten. Sie müssen sich mit den Ziels zusammenschließen und das erledigen. Viel Glück. Anziehen, Männer. Wo werden wir abgesetzt? Brooklyn Battery Tunnel. Ich dachte, der wäre eingestürzt. Ist er auch. In Position. So, Servus YouTube und willkommen zurück zu Modern Warfare 3. General 1, hören laut und deutlich. Linie Echo sicher. Wir haben die Freigabe erhalten. Noch eine Minute. Beeilt euch, wir wollen hier nicht den ganzen Tag verbringen. Alles klar. Zack. Wer den vorigen Teil nicht gesehen oder verpasst hat, oben rechts der Link zum vorigen Teil und unten in der Videobeschreibung der Link zur Playlist und weiter geht's. Fangt die Party nicht ohne uns an. Also wartet mal kurz. Zwei. Sind fast durch. Komm, mach auf das Ding. Primärer Einstiegspunkt ist offen. Aufpassen, man wird da unten leicht getrennt. Alles klar. Yeah. Darf ein U-Boot spielen? Ach du Scheiße. Über Leichen. Oh Mann, Alter. Ob da jemand rausgekommen ist? Wir können jetzt nichts für sie tun. Scheiße. 295 Grad halten. Ey, wie krass, Mann, weißt du, der Tunnel stürzt ein und die ertrinken und können halt nicht raus, ne? Metal 01 haben euch auf dem Schirm. Verstanden. Das ist schon heftig, Mann. Aber deswegen sind wir ja hier, wir wollen das ja beenden. Sollte da vorne sein. Ich sehe sie. Nee, steuer doch da rüber. Das U-Boot bewegt sich. Wir haben nicht viel Zeit. Verstanden, wir folgen. Okay. So nah im Auge behalten. Die Russen legen Minen. Okay, so nah ist dann dieses halbrunde Teil da. Ne? Ah, okay. Ah, da ist schon die erste Mine. Rechts, rechts. Ja, rechts. Achso, ja, rechts, stimmt schon, hat er recht gehabt. Rechts, rechts, hat er recht gehabt. Boah, scheiße, wie viele Minen. Noch eine Mine. Sicher. Echt viele, ja? Motor aus, es geht los. Wow. Ziel nähert sich. Oscar 2, 8 Uhr. Boah, das hört sich so übel. Ey, Leute, wenn ihr das Headset aufhättet, was ich aufhab, das hört sich so übel an. Wahnsinn, hey, Wahnsinn. Irre. Wartet, bis es vorbei ist. Alter, riesen Viech, du. Okay, los. Jetzt sind wir hinterm Radar. Hinterm Sonar heißt es ja. Jetzt kann der uns nicht mehr warten. Platziere Mine. Thrust, pack die Mine ans U-Boot. Ja, bin dabei. Und ran mit dem Ding. Zack. Scharf. Weg. Minen scharf. Abstand halten. Gut gemacht. Bereiten Evakuierung vor. Zünden wir die Minen. Drückt drauf. Vorrang. Hier Metal 01. U-Boot taucht auf. Beginnen Angriff. Verstanden, 01. Weiter mit Primärziel. Wir müssen. Oh, das war jetzt hell. So ist das Ding. Position halten. Er war ziemlich stark beschädigt, ja? Oh ja, das Ding war richtig gefickt, ey. So. Luke geht auf. Kontakt, kommt aus der Luke. Gefahr eliminiert.
Connolly! Wow! Ja, man hätte ja auch einfach nur runterspringen können, aber nein. Seitigen und sichern. Alle Ziele sind feindlich. Treffen uns um. Oh. Schöne kleine Details. Was? Okay. Da haben wir schon eins, an das kann ich mich noch erinnern. Also ich kann mich nicht an alle Informationen erinnern, aber es gibt dann und wann welche. Oh, aua. Das ist halt nicht schallgedämpft, aber scheiß drauf. Oh, die haben Schrotflinten. Egal, wir haben MPs. Oh, oh, oh. Das war knapp. Was hat denn eine Striker? Die sollten wir vielleicht direkt mal mitnehmen. Ich glaube, die können wir noch gut gebrauchen. Wir müssen weg! Schnell! Frost, vorgehen! Ich sehe da einen Laser. Erwischt. Erwischt. So, des links haben wir noch einen. Das müsste eigentlich soweit gewesen sein. Oh, das war knapp, das war knapp. Ich klär gleich mal hier oben. Oh, da drüben ist eins. Wie komme ich da hin? Ah, da war ja einfach. Das war ja einfach, Leute. Wir müssen zur Brücke! Ja, 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 ja. Und da drüben ist die Tür. Ja, könntest du dich jetzt mal entscheiden? Links oder rechts? Ey, wenn du mir jetzt noch einmal hinterhergeierst, ich schwör's dir. Ich werd zum Teamkiller. So, wo geht's lang, wo geht's lang? Hier geht's lang. Position bei der Tür halten! Okay. Okay, 3, 2, 1, go. Boah, was ist das für ein Riesending? Bullet Time. Das war einfach. Bereich sicher. Jupp. Oh, was war da? Okay, ich hab die Startcodes. Würde das mal abbrechen. Verstanden, 01. Bestätige Neptune. Brauchen wir die Dinger noch? Ich habe den Raketenschlüssel und greife jetzt auf die Startcodes zu. Koordinaten folgen. Tango, Whiskey, 0, 5, 6, 6, 2, muss ich auch was eingeben? Hallo, Sandmann. Feuer auf 30 Sekunden. Frost, an die Konsole. Ja, wo? Ah, okay. Das ist aber ein komischer Schlüssel. 3, 2, 1, go. Verstanden. Zielteam in Evakuierungsposition. Los, los! Ja, ich komme. Oh, yeah, Mann. Oh, das sieht cool aus. Oh, geil. Episch. Kein Problem. Ey, können wir nicht ein kleines. Boah, scheiße. Erinnert mich irgendwie an Rising Sun und das Metal Corner. Wer es gespielt hat, wird wahrscheinlich wissen, was ich jetzt meine.
Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, da durchzukesseln. Irgendwas hat mich da gerade gerammt. Ich muss gerade sagen. Lässt sich ein bisschen viel zu leicht steuern, das Boot, nämlich dafür, dass hier so viele Wellen sind. Aber das ist okay. Aber davon ist unser Taxi allgemein. Gut, dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Das war ausgezeichnet. Schönen Tag, Overlord. Sandman, endlich.